hier in der Form aufzutreten und das Spiel zu gewinnen und die nächste Runde zu erreichen, ist, glaube ich, etwas, worauf wir sehr, sehr stolz sein können. Und ich denke, ich werde auch in Zukunft mit einem sehr, sehr freudigen Gesicht an diesen Abend heute zurückdenken. Wir waren zwar relativ weit oben, aber es war trotzdem unfassbar geil. Schon als wir hierher gekommen sind, waren schon so viele Fans da, haben schon Stimmung gemacht. Und während dem Spiel war es fast wie ein Heimspiel. Und ja, jetzt freuen wir uns auf die nächste Runde, dass es hoffentlich wieder so wird. Das kann man fast eigentlich auch gar nicht beschreiben, was heute in einem vorgeht, weil wir das große Ziel hatten. Und wenn du so eine Mannschaft schlägst, dann darfst du einfach unheimlich stolz sein. Ich freue mich sehr, dass wir weiterkommen. Ne? Ja, wir haben heute ein bisschen komisches Spiel. Wir müssen vielleicht 3-4 Tore schießen. Ne? Aber okay, wichtig ist weiterkommen. Ja. Und einzige deutsche Mannschaft immer noch in Europa. Das ist ein No-Go, geht nicht, wenn wir wissen, dass wir schon in Anführungszeichen vorbestraft sind und wir als Mannschaft immer wieder betonen, dass wir die Fans brauchen, dass es für uns unheimlich wichtig ist, vor allem auch auswärts, wenn wir wissen, dass da immer viele mitfahren und uns unterstützen. Und es hat uns heute geholfen, gar keine Frage. Und es ist einfach unheimlich schade, dass es dann immer wieder welche gibt, die es nicht verstehen. Vor allem nach so einem Vorfall in Rom, die es dann einfach nicht verstehen, es einfach sein zu lassen. Weil wenn hier 15.000 mitfahren und sich alle auf ein Fußballspiel freuen und alles ruhig abläuft und es Vereinzelte gibt, die das ganze Ding dann kaputt machen und wir dafür alle eine Strafe bekommen, der Verein, die Fans, die dann zum nächsten Auswärtsspiel nicht dürfen, dann ist das einfach Schwachsinn und dafür habe ich kein Verständnis.